Wenn morgens in der Steiermark der Hahn kräht, dann heißt das für viele Kinder aufstehen und fertig machen für die Schule. Nicht so für die Kinder des Miteinanderhofs. Der 12-jährige Tamino kümmert sich erst einmal um seine Tiere. 35 Hühner und 5 Schafe gehören ihm und er muss sie auch alleine versorgen. Sein kleiner Bruder Eneas darf ihm heute dabei helfen. Die ersten 2 Hühner, also ein Hahn und eine Henne, habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Und dann habe ich eben angefangen, die Eier zu verkaufen und mit dem Taschengeld mehr Hühner zu kaufen. Habe früher auch die Hennen die Eier ausbrüten lassen, aber das hat dann nicht so super funktioniert, weil jetzt habe ich 5 Hähne. Bei ihm wird kein einziges Huhn jemals geschlachtet. Das hat sich Tamino vorgenommen. Naja, weil ich sie halt lieb habe und nicht will, dass, wenn sie halt aus dem Alter sind, wo sie viel legen, dass sie zu einem kleinen Schlachter kommen. Es ist für mich nicht nur das Geld, sondern ich mag auch den Tieren helfen. Die meisten von den Hennen hier habe ich gekauft von Plätzen, wo die Hennen ein Jahr lang behalten. Und dann einfach zum Schlachter um 50 Cent verkaufen. Seine 8-jährige Schwester Allegra könnte auch in der Schule sitzen, aber sie fängt lieber mit einer Freundin Kaulquappen im heimischen Teich. Biologie erklärt die Natur immer noch am besten. Freilernen nennt sich das, was Familie Siakus seit über 5 Jahren macht. Wir kriegen zuerst Arme, dann Beine. Und dann essen sie langsam ihren Schwanz auf. Und dann müssen wir noch ein bisschen kommen. Dann muss man noch. Ja, dann werden sie frische. Der Nico, mein Mann, der war eigentlich immer schon Freilerner, ja. Also der hat sich immer Sachen selbst beigebracht und für den war das jetzt nicht irgend so was Neues. Der hat einfach sich für Dinge begeistert und wollte Probleme lösen und hat es dann einfach sich angeeignet und war in der Schule jetzt nicht so erfolgreich, weil er da überall angeeckt ist und so, also war das eigentlich für ihn ganz normal, dass man so lernt. Und für mich überhaupt nicht, weil ich bin ja Lehrerin gewesen für 14 Jahre im In- und Ausland und an normalen staatlichen Schulen, aber auch an Privatschulen, also an Alternativschulen, sogenannte freien Schulen in Deutschland. Und für mich war das also ganz unvorstellbar, dass man ohne Schule lernen kann. Erst nachdem Karin 2 Bücher zum Thema Unschooling gelesen hatte, änderte sich langsam ihre Meinung. Das waren für mich einfach lebensverändernde Bücher, weil die Jean Lidloff hat uns auf den Weg von Attachment Parenting gebracht, wo es eben darum geht, bedürfnisorientiert mit den Kindern sie zu begleiten, also nicht zu erziehen, sondern einfach auf Augenhöhe die Bedürfnisse wahrzunehmen. In Deutschland ist Unschooling und auch Homeschooling grundsätzlich verboten. Aber auch in Österreich, wo man zwar seine Kinder zu Hause unterrichten darf, muss man am Ende jeden Schuljahres nachweisen, dass das Kind etwas gelernt hat und auf dem gleichen Stand Gleichaltriger ist. Wir haben nicht gesagt, wir wollen die Prüfung verweigern, sondern wir haben begonnen mit der Idee, dass wir gerne mit den Behörden eine Lösung finden wollen, die für alle passt. Weil diese Externistenprüfung in Österreich, das ist für deutsche Augen oft so das Schlaraffenland Österreich, weil man darf häuslichen Unterricht machen in Österreich, das ist ja im Gesetz verankert. Aber in Wahrheit ist es überhaupt keine Freiheit, weil du musst diese Externistenprüfung machen und die kannst du nur an sogenannten Prüfungsschulen mit Prüfungsschulstatus machen. Und auf dieser Prüfungsschulliste gibt es keine einzige Alternativschule, also keine einzige freie Schule. Das heißt, du musst eigentlich im Regelschulsystem bleiben, was natürlich dem Freilernen komplett widerspricht. Haben wir gesagt, das geht für uns nicht und das widerspricht eigentlich dem Gleichheitsgrundsatz und das widerspricht auch dem Menschenrecht auf freie Bildung. Ja. Und da haben wir eben davor schon viele Jahre lang versucht, mit den Behörden eine Lösung zu arbeiten. Die Grundideen der Initiative waren eigentlich immer von Anfang an, wir haben gesagt, wir kämpfen nicht. Es ist ganz wichtig, dass es ist kein Wir gegen euch, es ist auch keine Revolution oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine friedliche Nicht-Kooperation, ein friedlicher Widerstand wie Gandhi. Und wenn da jetzt ein Angriff kommt, dann kämpfe ich nicht zurück, sondern ich drehe zur Seite und sage mit mir nicht.
Lesen, Schreiben und Rechnen haben ihre Kinder dennoch gelernt, weil sie es wollten. Beim Unschooling sind die Kinder der Lehrplan. Was sie wissen wollen, wird recherchiert und beantwortet. So hat Tamino mithilfe seines Vaters ein neues Gehege für seine Schafe gebaut, die Größe berechnet und Material zugeschnitten. Mathematik im Alltag. Beim Gucken, ich und Papa einfach googeln und vielleicht ein Buch kaufen, das wir dann lesen zusammen, aber eigentlich danach alles selbst lernen. Dass man beim Unschooling Dinge lernt, die in keinem Lehrbuch stehen, beweist auch Allegra. Die kann man essen, bis die gelben Blüten tragen. Also die gelben Blüten hier, die darf man nicht essen, weil die sind jetzt langsam giftig schon. Die darf man essen, bis die gelben Blüten tragen. Also eine kleine Löwenzähne auch. Brennnessel kann man auch essen, ist ja klar. Alle Kinder von Karin und Nico wachsen dreisprachig auf. And now the chicken is laying an egg in the cup. Come on, chicken. Come on, push it out. Get ready. You can do it. You can do it, there's nothing really to it. Als ich dann schwanger war, hat meine Schwägerin gemeint, die haben dieselbe Sprachkombi mit Griechisch, Englisch und Deutsch. Hat gemeint, wieso ich nicht Englisch rede mit den Kindern. Dann habe ich gesagt, dann ist das nicht komisch, wenn ich nicht mit meiner Muttersprache rede. Und dann hat sie gesagt, naja, warte einfach ab, wie es ist. Und dann schauen wir mal. Und dann ist der Termin da gewesen und es war vom ersten Moment an eigentlich ganz normal. Und mittlerweile bin ich total froh. Also natürlich ist es schön, dass sie drei Sprachen können. Aber vor allem das Englisch ist halt total schön und wie ein Geschenk, weil so viele Menschen aus der ganzen Welt kommen und uns besuchen. Und ich glaube, die Kinder würden ganz komisch schauen, würde ich jetzt plötzlich Deutsch reden mit ihnen. Und trotz allem sprechen Sie ja perfekt Deutsch. Wie haben Sie das gelernt? How did you learn German? Von Oma und Opa Tamino. Ja, ich glaube einfach, dass die Familiensprache, also dass Nico und ich sprechen ja Deutsch miteinander und die Umgebungssprache ist eigentlich immer die stärkste Sprache. Das ist eigentlich auch ein Beweis dafür, dass der Mensch so ein soziales Tier ist, dass er gar nicht anders kann, als eigentlich immer, also der Mensch will ja dazugehören und der möchte ja Teil sein von was. Von daher saugt man das, was man braucht, um Teil sein zu können, einfach total auf. Und das Deutsche ist einfach nebenbei, weil sie es gebraucht haben. Also passiert. Dieses Begleiten, dieses gemeinsame Entdecken und dieses, diese Freude, diese Liebe, die einfach überall ist. Und mit der Natur, mit den Tieren, mit den Menschen einfach jeden Tag was anderes zu haben und zu erleben und neugierig zu sein, wieder Dinge zu entdecken, seine Stärken zu entdecken und seine Begeisterung zu leben, das ist etwas, was ich nie wieder aufgeben möchte.